Heute ist die Katze im Café Kränzchen. Mama Iris hat sie dahin bestellt. Sie hat für Daniela eine ominöse Überraschung vorbereitet. Die Katze ahnt nichts Gutes. Ja, also ich bin jetzt wirklich gespannt auf die Überraschung. Mir geht gerade richtig der Arschflatter. Hauptsache, meine Mutter will mich nicht wieder verkuppeln. Das brauche ich jetzt für Scheiße am Schuh. Daniela! Wo ist sie denn? Mensch, wo sitzt sie denn jetzt? Ach, jetzt hat sie sich wieder irgendwo versteckt und ich finde sie nicht und werde ja von allen angegafft. Ja. Ich meine, ich bin's ja gewohnt, aber ich mag's halt nicht. Am liebsten würde ich jetzt schreien, ja, seht her, ich bin's, die Katzenberger. Ja, die Katzenberger. Aber das kann ich ja hier nicht machen. Daniela! Ach, da bist du ja. Mauzi! Wieso versteckst du dich? Ich hab doch die ganze Zeit gewunken. Wem? Na dir! Ach, du warst das! Und ich dachte die ganze Zeit, was fuchtelt denn die alte Frau da hinten rum? Ich wollte die Daniela halt überraschen, weil die hat ja jetzt schon so lang keinen Freund mehr gehabt. Und da freut sie sich doch, wenn ich ihr da so einen Mann vorstelle, du. Hä? Wie, du hast einen Mann für mich? Sag mal, Mutti, bist du bescheuert? Das letzte Mal, als du mir einen angeschleppt hast, der war eine Katastrophe. Genauso wie diese Typen bei dem dämlichen Speed-Dating. Die ging doch gar nicht. Ey, woher willst du denn das wissen? Was? Das mit dem Speed-Dating da. Du bist doch gar nicht gekommen. Wohin? Na, da bei dem Speed-Dating da. Ach, bei dem Speed-Dating? Ja. Ja, an dem Tag konnte ich nicht. Da habe ich meine neuen Fremdschnells gekriegt. Ja, es stimmt. An dem Tag war ich gar nicht bei dem Speed-Dating gewesen. An dem Tag habe ich meine neuen Fremdschnells gekriegt. Und wenn schon, ich konnte es mir doch nachher sowieso im Fernsehen angucken. Das ist so ein Vorteil, wenn dein ganzes Leben in der Klotze läuft. Seitdem brauche ich nämlich nicht mehr selbst überall hinzugehen. Ja. Daniela ist immer noch ein bisschen sauer, dass ihre Mutter sie verkuppeln möchte. Die Action hier ist ja voll für den Arsch. Dankeschön. Mensch, Mutti, du kannst mir doch nicht ständig irgendwelche Typen anschleppen. Das könnte doch sonst wer sein. Ein verrückter Fan, der was weiß ich, BHs und Schlüpper frisst. Oder ein Mörder. Oder noch schlimmer, so ein geschniegelter Professor. Aber du kannst ihm doch mal eine Chance geben. Gut, es sieht schon aus wie vor die Wand gefahren. Aber der Schraubschalter anspricht mal ein bisschen runter. Schraub doch selber. Du kannst dich ja mit ihm treffen, mit diesem Hans. Hans? Ist ja voll eklig. Hans? Guck mal, selbst der Name ist scheiße. Du kannst den Hans gern haben, dann schenke ich dir. Daniela, musst du immer so gemein sein? Wenn es ihm nicht gefällt, kann er ja gehen. Und dann ist er echt gegangen. Ohne Tschüss, ohne Danke, einfach so. Meine Oma hat immer gesagt, Daniela, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und da hatte sie recht. Ja, ich weiß zwar nicht, was der Spruch bedeutet, aber der passt gerade so gut, weil der Typ heißt ja auch Hans. Aber warum kennt meine Oma den?